Wenn am nächsten Sonntag in Bremen gewählt wird, ja, dann ist das nicht nur die voraussichtlich letzte Landtagswahl für dieses Jahr, sondern auch die letzte Chance für die Opposition für die nächsten 4 Jahre, endlich in der Hansestadt ans Ruder zu kommen. Denn die SPD, die regiert dort schon seit 1947 und seit 8 Jahren in einer Koalition mit den Grünen. Deren Spitzenkandidatin Caroline Lindert, die möchte auch gerne Finanzsenatorin bleiben. Kai Niklas hat sie für uns getroffen. Finanzsenatorin Caroline Lindert, Spitzenkandidatin der Grünen. Die Opposition sagt, wir hätten in Bremen eine hohe Langzeitarbeitslosigkeit, wir hätten hohe Schulden und wären bei den PISA-Studien immer auf den letzten Plätzen. Wieso wird Bremen so schlecht regiert? Die Analyse, die Sie zuerst genannt haben, ist zutreffend. Aber der Schluss daraus zu folgern, dass Bremen schlecht regiert ist, ist unzulässig. Nach 12 Jahren großer Koalition, also unter kräftiger Regierungsbeteiligung der CDU, waren die Befunde gleich. Man kann sich fragen, warum es in überschaubaren Zeiträumen nicht gelingen kann, sich daraus zu entwickeln. Das ist eine richtige Frage. Aber dass der Senat das schaffen kann, innerhalb kurzer Zeit diese ganz langlebigen Trends so umzukehren, das ist eben nicht der Fall gewesen. Was machen Sie denn zum Beispiel bei der Bildung? Ja, wir haben ganz viel uns bemüht, den Unterrichtsausfall zu senken, Schulsozialarbeiter einzustellen, ganz früh auf Sprachförderung zu setzen und auch bei der frühkindlichen Bildung, also Sprachförderung im Kindergarten, haben wir sehr viel mehr Geld ausgegeben. Und das wird auch irgendwann Früchte tragen. Aber die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sagt, in Bremen wird 1000 Euro weniger ausgegeben als in Hamburg pro Kind. Warum? Weil sie sagt das, die GEW sagt das, weil sie gerne möchte, dass wir noch mehr Lehrerinnen und Lehrer einstellen können. Nur zu. Aber ja, na gut, das ist auch immer auch ein Kompromiss zwischen den Erfordernissen der Zukunft. Und das muss irgendjemand bezahlen. Natürlich ist immer mehr auch schön, aber die Schulden hinterlassen wir zukünftigen Generationen. Und die finanzielle Sanierung Bremens ist auch ein wichtiges politisches Ziel. Frau Lindert, im Moment geringe Zinsen für Schulden und vermehrte Steuereinnahmen. Wieso stecken Sie das vorhandene Geld jetzt in den Schuldenabbau? Wir haben einen Sanierungsweg vereinbart mit dem Bund und den anderen Bundesländern und Bremen hält ihn ein. Und das ist für uns existenziell wichtig, dass wir wahrgenommen werden als Vertragspartner, der Verpflichtungen einhält. Und Kreditaufnahme ist keine Lösung für gar nichts. In anderen Städten hatten wir Pegida-Demonstrationen. Die Bremer demonstrierten und sagten, Bremen ist bunt. Die Integrationspolitik von Rot-Grün, trägt die hier Früchte? Ja, wir stehen für einen Politikstil, der die Menschen in den Mittelpunkt rückt. Und Bremen ist eine Stadt, die bereit ist, Flüchtlinge aufzunehmen. Der Senat unterstützt das und wir sind sehr dankbar für das viele bürgerschaftliche Engagement. Es ist offenbar so, dass die Linke und auch die CDU gern mit Jens Böhrnsen von der SPD koalieren würde. Warum muss es mit Rot-Grün weitergehen, Ihrer Meinung nach? Never change a winning team. Wir haben 8 Jahre lang eine gute Politik hier abgeliefert. Die Koalition arbeitet gut zusammen. Was soll der Grund sein, das zu ändern? Ich kenne den nicht. Und wenn Sie eine Prognose wagen sollten, wie wird es ausgehen am 10. Mai? Am 10. Mai bekommt Rot-Grün erneut einen Wählerauftrag. Und wir haben auch noch ziemlich viel vor und strengen uns weiter an. Frau Lindert, schönen Dank. Gerne.